Ich darf die Runde eröffnen für das Open Mic. Da gibt es einmal zur Digital Roadmap Austria den ersten Input. Herzlichen Dank. Ist eingeschaltet? Herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde gerne die kurze Zeit nutzen, kurz die Digital Roadmap der Bundesregierung vorzustellen, mit dem Schwerpunkt, wie sie bisher entstanden ist und welche Schritte in Zukunft gemacht werden sollen, um dann möglichst Zeit für eure Fragen oder eure Kritik zu lassen, die ich gerne mitnehmen möchte. Warum machen wir das überhaupt? Es hat die Kritik gegeben, Österreich hat keine digitale Agenda und auch wir im Bundeskanzleramt sind der Meinung, dass die Digitalisierung einfach zu wenig politisch diskutiert und gestaltet wird. Bei euch sicher schon länger, aber in der breiten Bevölkerung und im breiten politischen Prozess. Ich möchte vorher nicht unhöflich sein, mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sonja Schneeweiß. Ich bin im Bundeskanzleramt die politische Referentin für Digitales bei der Sonja Stessel, im Staatssekretariat für Digitales und Sozialdemokratin, falls nicht bekannt. Und bin für dieses Thema zuständig. Wie ist es entstanden? Es gibt einen Auftrag der Bundesregierung mit Ministerratsvortrag an die Staatssekretariate Mara und Stessel, dass wir so einen Prozess koordinieren. Und dabei ist mir der Begriff koordinieren wichtig, weil dadurch keine Zuständigkeiten geändert werden, sondern wir in der Bundesregierung koordinieren sollen und zusammentragen sollen, was es gibt an digitalen Strategien und wie man es gescheit macht und hier politisch etwas voranbringen sollen. Unsere Rolle ist eine koordinierende und auch eine treibende, um Themen ein bisschen schneller weiterzubringen. Das Ziel ist, dass wir eine Digital Roadmap, was das genauer sein soll, dazu komme ich noch, als Beschluss der Bundesregierung haben, sprich, dass wirklich zugestimmt wird, in den und den Bereichen wollen wir etwas tun, mit einer Vision und mit einigen konkreten Maßnahmen. Wie wollen wir dorthin kommen? Und wir haben begonnen, das einmal als ersten Schritt innerhalb der Politik und der Verwaltung relativ breit aufzuziehen. Und zwar, dass wir wirklich aus jedem Ministerium Experten zusammengeholt haben, auch Länder und Gemeinden, obwohl da haben wir nicht ganz so viele bekommen, aber haben auch einige mitgemacht, und die Sozialpartner. Da haben wir in einem für unsere Verhältnisse relativ komplexen Prozess einen Vorschlag ausgearbeitet, der im Internet zur Diskussion steht. Das waren über 100 Teilnehmerinnen in über 50 Sitzungen haben wir einen Vorschlag gemacht, der jetzt zur Diskussion steht. Und den haben wir dann auch noch politisch abgestimmt, sprich mit allen politischen Büros, aller Ressorts, zu schauen, ob da, es ist jetzt noch kein Beschluss, da nichts Grobes drinsteht, was derzeit nicht geht. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen oder euch den Entwurf kennen. Ich weiß, dass es einiges an Kritik daran gibt, was ich gerne hören möchte, weil genau das ist der Sinn der Sache, warum ich mir gedacht habe, ich würde heute hier gerne kurz vortragen. Mit diesem Papier sind wir jetzt nach außen gegangen. Das heißt, wir haben es auf einer Veranstaltung und im Internet zur Diskussion gestellt. Im Internet unter digitalroadmap.at, wo jeder diesen Entwurf kommentieren kann. Abstimmen ist gut, ist nicht gut und Kommentare geben. Und was wir versprechen, dass wir jeden Kommentar durchschauen und bearbeiten. Und mit diesem Input wollen wir jetzt weiterarbeiten. Jetzt bin ich schon beim nächsten Punkt, was die nächsten Schritte sind. Natürlich können wir nicht versprechen, dass jeder Kommentar dann in den Regierungsbeschluss kommt. Was wir versprechen, ist, dass wir alles durcharbeiten, bewerten und dann politisch abstimmen, damit hoffentlich genug übrig bleibt, was wir beschließen können. Da das ein bisschen, zumindest jetzt kein Widerspruch ist, aber einerseits wollen wir gute, innovative Ideen drinnen haben, auf der anderen Seite brauchen wir, um Dinge zu beschließen, einen politischen Konsens. Das heißt, da werden die Ideen dann wieder sehr abgeschliffen durch die verschiedenen Stakeholder und wir brauchen eine politische Mehrheit. Und wir wollen, uns ist beides wichtig, deshalb ist gedacht, dass wir das, worauf wir eine politische Einigung finden, in einen Regierungsbeschluss kommt und das, also gute Ideen, wo wir keine Mehrheit sehen oder das Geld nicht haben oder es einfach zu früh ist, um es umzusetzen, in ein Themenpapier zu speichern, dass wir dann jährlich immer wieder durchschauen und schauen, was wir umsetzen können. Das heißt, das Ziel ist, in dieser Digital Roadmap einerseits eine Vision zu haben, wo wollen wir hin,
und dann auch unterschiedliche konkrete Maßnahmen zu haben, logistische Vorhaben, aber auch Projekte mit Budget, wobei ich da dazu sage, um das umzusetzen, brauchen wir die normalen Ministerien. Manche Sachen sind Länder- und Gemeindesachen, damit sie es umsetzen, und damit müssen wir die überzeugen und ins Boot bekommen. Ab 2017, also der Beschluss der Bundesregierung soll noch heuer sein, das klingt vielleicht, na, das ist eh noch so lang, aber bis man wirklich einen Konsens herstellt, ist das meiner Ansicht nach ein ehrgeiziges Ziel, aber 2016 werden wir schaffen. Und ab 2017 jährlich immer Updates, weil es ändert sich ja einiges. Ein Ziel der Digital Roadmap ist es auch, Bestehendes darzustellen. Wir beginnen ja nicht bei Null. Es gibt viele Einzelstrategien und wir wollten mal auch so ein bisschen relativ breit zeigen, was gibt es alles. Das war von meiner Seite der Prozess. Es ist kurz, aber ich möchte zumindest die einzelnen Handlungsfelder nennen, dass wir das nicht ganz ohne Inhalte machen müssen, zumindest, also dass ich nicht ohne Inhalte starte. Es ist sehr, sehr breit. Wir haben versucht, möglichst alle Aspekte der Digitalisierung zumindest anzudiskutieren. Wenn etwas fehlt, es wird natürlich etwas fehlen, bitte ich auch um Input. Als erstes Thema Bildung, Integration und Inklusion. Zweites Handlungsfeld Gesellschaft, das ist sehr breit, da ist Umwelt, E-Health und noch jede Menge mehr drinnen. Drittens natürlich das Wirtschaftsthema. Viertens Arbeit und Arbeitsplätze. Es wird sich an der Arbeitswelt sehr, sehr viel ändern, was auch politisch gestaltet gehört. Fünftens Politik und Verwaltung. Sechstens Infrastruktur. Siebtens Sicherheit, Schutz und Vertrauen. Da geht es sowohl um Cybersecurity als auch natürlich um Datenschutz, obwohl sich das durchzieht durch alle Kapitel. Forschung und Innovation. Und dann haben wir ein Kapitel, was noch das offenste ist, das heißt Handlungsfeld Zukunft mit ein paar technischen Neuerungen andiskutiert, wo wir noch wesentlich mehr Input erhoffen. Ich wollte es bewusst kurz machen, damit jetzt Zeit ist für Fragen. Ich schreibe Input mit. Was mir am wichtigsten ist, was immer kommt an Ergänzungen und an Änderungen, bitte, bitte schreibt das auch in die Online-Konsultation auf digitalroadmap.at. Wir tun uns in der politischen Umsetzung leichter, wenn die Punkte dort gesammelt sind. Dass es nicht nur von uns kommt, sondern dass man sagen kann, in der Online-Konsultation sind so und so viele Kommentare zu dem Thema gekommen, greifen wir das doch auf. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier das vorzustellen. Hallo, Thomas Lohninger vom AK Vorrat. Das Ganze ist ja sehr ähnlich wie das Grünbuch Digitaler Wandel vom Bundesrat, wo es ja auch die Online-Konsultation auf besserentscheiden.at gegeben hat. Inwieweit unterscheidet sich das? Weil bei besserentscheiden.at war es so, dass das, was konsultiert wurde, auch eins zu eins das war, was beschlossen wurde und es überhaupt keine Änderungen mehr gab. Da wurden Kommentare eingereicht, aber die wurden zur Gänze ignoriert. Ja, danke für die Information. Mich würde interessieren, anschließend als das, was Thomas Lohninger gesagt hat, es gibt ja zurzeit sehr viele Strategieprozesse, ERA, Roadmap, Open Innovation, Responsible Research and Innovation, E-Infrastructures und so weiter. Also diverse Dinge, die sehr stark zu dem Thema Digitales Österreich passen. Wenn man sich die Konsultationspapiere anschaut, überlappen die extrem. Manche Sätze wirken so, als wären sie eins zu eins übernommen aus unterschiedlichen Programmen. Und man kommt sich so ein bisschen veräppelt vor, wenn man anfängt, in diesem doch sehr aufwendig zu bedienenden Discuto-Interface Kommentare zu schreiben, und man fragt sich, warum man sich für jede einzelne Strategie extra registrieren muss und überall die ähnliche oder gleiche Kommentare reinschreiben muss. Und meine Frage wäre jetzt, wie sehr werden diese Dinge zusammengeführt und dann auch gemeinsam behandelt? Ich mach's rückwärts zum Thema unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Prozesse. Ja, das stimmt, da gibt es unterschiedliche mit Überlappungen. Wir haben die Digital Roadmap trotzdem gestartet, weil sie einfach sehr breit ist. Vielleicht Unterschied zum Grünbuch Digitaler Wandel, oder es sind beide Antworten auf einmal. Natürlich schauen wir, dass wir sie kombinieren.
Wir haben heute wieder Sitzung gehabt im Koordinationsteam, wie können wir was einbringen. Im Ministerratsvortrag steht, dass wir den digitalen Wandel von das Grünbuch einfließen lassen. Das heißt, in den Kommentaren kommen auch die Kommentare von der Enquete dazu bei der Auswertung. Open Innovation Strategie, bin ich mir noch nicht sicher, ob alle, aber es sind teilweise dieselben handelnden Personen. Das heißt, das kennt man von dort drüben. Es ist natürlich auch ein bisschen, jeder macht irgendwas und man versucht das zusammenzuführen. Für mich darf nicht die Konsequenz sein, dass man deshalb also die Digital Roadmap nicht macht. Der Unterschied vom Grünbuch zum Grünbuch ist wahrscheinlich die Verbindlichkeit und die Umsetzung. Meines Wissens ist das Grünbuch im Bundesrat in einem Entschließungsantrag so angenommen werden, dass es die Bundesregierung zur Kenntnis nehmen muss. Wir wollen weitergehen und einige Dinge daraus wirklich in konkreten Gesetzesmaßnahmen und in Umsetzungsprojekten hinkriegen in diesem Regierungsbeschluss. Die Breite, die Themen sind sehr ähnlich und ich kenne das Grünbuch natürlich auch und auch die Mitarbeiter aus dem Koordinationsteam, dass wir es einfließen lassen können. Das Ziel ist, dass unseres verbindlicher ist, sowohl logistisch als auch in konkreten Projekten. Ob wir es schaffen, werden wir sehen, aber wir sind auf jeden Fall mit Elan dran. Thomas, wurde deine Frage beantwortet? So halb, also es ist schon eine gewisse Kontinuität, also hinter dem besser entscheiden, wie auch Digital Roadmap, steht ja in der Betreuung Cover und Partner, also man beauftragt Österreichs größte Lobbyfirma, um die direkte Demokratie zu managen und es wurde auch wieder Discutio als Plattform verwendet, obwohl auch schon damals kritisiert wurde, dass Discutio sich in den Nutzungsbedingungen erlaubt, Kommentare ohne Angabe von Gründen zu löschen und halt auch noch einige andere Dinge hat, die halt vielleicht für eine Online-Plattform legitime AGBs sind, aber definitiv nicht die Grundlage für einen demokratischen Prozess liefern. Und nochmal anschließend daran, Sie haben die Maßnahmen erwähnt. Ich glaube auch, dass es da wirklich reale politische Projekte gibt, die in diesem Papier drinnen vorhanden sind, ich würde fast sagen versteckt sind. Weil die Prosa, der Text, der ist sehr nichtssagend. Die Punktation am Ende jedes Kapitels, da sind teilweise sehr konkrete Dinge drinnen, die haben aber oft nichts mit dem Text darüber zu tun. Und das fällt so ein bisschen auf, gerade eben Bereich Infrastruktur, Netzneutralität, das ist schon ein bisschen sehr stark Industriepolitik. Danke für das Beispiel mit der Industriepolitik. Dort, wo Maßnahmen mit dem vorher nicht zusammenpassen, tue ich mir natürlich auch leichter, wenn ich die konkreten Beispiele habe. Ich kann nur sagen, auch wenn es nicht zusammenpasst, ist das zumindest das, was da drin steht, hat eine gewisse politische Vorabstimmung und deshalb eine relativ große Chance, dass wir dann auch was umsetzen können. Zum Thema Netzneutralität, politischer Prozess, es wurde gerungen um jedes Wort in den Formulierungen, weil es ist ja, die Digital Roadmap ist ja Digital Roadmap der Bundesregierung und da gibt es Argumente von beiden Seiten, wie man es haben will. Zuständig ist das Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technologie. Und natürlich gab es in den Diskussionen, wir wollen hier 100%ige Netzneutralität sicherstellen versus was ist möglich. Insofern ist vollkommen klar, die Digital Roadmap hat jetzt am Status quo dieser Diskussion nichts geändert. Das, was die Formulierung, die derzeit drinsteht, ist ein mühsam errungener Kompromiss. Ja, und genauso liest sich's aus. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir als Staatssekretariat aus dem heraus jetzt da zu einer Einigung führen können. Es hat massive Diskussion gegeben. Und alles, was in die Richtung klar kommentiert und das ein bisschen in eine Richtung schiebt, ist gut. Das zum Thema, jetzt habe ich das vorher nicht beantwortet. Ein Grund, warum wir diese Plattform genommen haben, ist, weil es schon Erfahrung damit gibt. Sind Kommentare ohne Angabe von Gründen gelöscht werden? Weil uns sagen die, also wir haben wöchentliche Redaktionsbesprechung, heißt immer nur ganz klar, wenn Werbung reinkommt, wenn Strafrechtliches reinkommt und dass sie nichts gelöscht haben. Also wenn irgend sowas auftritt, bitte unbedingt zum Schluss, also steht jetzt nicht, Mail sonja.schneeweiß@bka.gv.at mir Bescheid geben. Also das ist ausgemacht, dass das nicht passiert. Vielleicht bin ich da zu blauäugig, aber wenn, bitte melden. Okay, danke Sonja Schneeweiß für den Input. Ich bleibe auch noch. Ja.